feiern diesen Gottesdienst im Namen unseres einen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der niemals loslässt das Werk seiner Hände. Ich begrüße Sie herzlich zum Online-Gottesdienst am Sonntag vor der Passionszeit. Es ist der Sonntag, der letzte Sonntag vor der Fastenzeit. Und ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit, sich darüber Gedanken zu machen, was denn sinnvolles Fasten wäre. Worauf können wir verzichten und worauf sollten wir besser nicht verzichten? Lasst uns beten. Gütiger Gott, du warst dir nicht zu schade, dich in Jesus Christus für uns zum Diener zu machen. Von deiner Fürsorge leben wir alle bis zum heutigen Tag. Wir bitten dich, vergib uns, wenn wir deine Güte vergessen. Nimm von uns alle Gedankenlosigkeit und Eigensucht, unsere Gleichgültigkeit gegenüber fremdem Leid, unsere Trägheit in der Liebe und bring uns zurück auf den Weg deiner Gebote. Schenke uns deinen wachen Geist und ein empfindsames Gewissen, dass wir denen zur Wohltat werden, die auf Hilfe warten. Gib, dass wir unser Angewiesensein auf andere nicht vergessen und lernen, uns selber helfen zu lassen. Amen. Ich lese aus Matthäus 25. Der Menschensohn wird wiederkommen in seiner Herrlichkeit mit allen Engeln. Dann wird er sich auf seinen Herrscherthron setzen. Alle Völker werden vor dem Menschensohn versammelt. Und er wird sie in zwei Gruppen aufteilen, wie ein Hirte die jungen Ziegenböcke. Die Herde wird er rechts von ihm aufstellen und jungen Ziegenböcke links. Dann wird der König zu denen rechts von ihm sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das Gott seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt hat. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig
und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich als Gast aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleider gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die Menschen fragen, die nach Gottes Willen gelebt haben: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du ein Fremder und wir haben dich als Gast aufgenommen? Wann warst du nackt und wir haben dir die Kleider gegeben? Wann warst du krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Und der König wird ihnen antworten: Amen, das sage ich euch. Was ihr für einen meiner Brüder oder eine meiner Schwestern getan habt, und wenn sie noch so unbedeutend sind, das habt ihr für mich getan. Amen. Liebe Gemeinde, die Fastenzeit steht vor der Tür und die Frage stellt sich: Worauf verzichten wir in diesem Jahr? Sofort regt sich Widerstand. Was? Noch mehr verzichten? Wir verzichten schon auf so vieles, auf Freunde, auf Ausgehen, Spielplatz, Friseur, Baumarkt, Reisen, Oma und Opa und umarmen. Und jetzt soll ich auf noch mehr verzichten? Es reicht langsam. Fasten scheint mir in diesem Jahr ein sehr schwieriges Thema zu sein, denn das Gefühl sagt doch: Wir schränken uns eh schon ein, verzichten auf viele, auf vieles. Das kleine bisschen, das wir noch dürfen, das uns noch Freude bereitet, soll jetzt auch noch eingeschränkt werden? Wer hat denn da was von, wenn wir uns weiter selber quälen? Wir? Gott? Die Antwort liegt im heutigen Predigttext. Niemand. Niemand hat etwas davon. Wir nicht und Gott schon gar nicht. Ich lese den ersten Teil des heutigen Predigttextes aus dem Buch des Propheten Jesaja. Der Herr sagt: Rufe so laut du kannst. Lass deine Stimme erschallen wie eine Posaune. Halte meinem Volk, den Nachkommen Jakobs, ihr Unrecht und ihre Vergehen vor. Sie fragen mich Tag für Tag, warum ich sie solche Wege führe. Wie ein Volk, das sich an Recht hält und meine Gebote befolgt, fordern sie von mir, dass ich zu ihrer Rettung eingreife und wünschen sich, dass ich ihnen nahe bin. Was für einen Sinn hat es, jammern sie, dass wir Fasttage abhalten und deinetwegen Entbehrungen auf uns nehmen. Du beachtest uns ja gar nicht. Darauf sage ich, der Herr: Seht doch, was ihr an euren Fasttagen tut. Ihr geht euren Geschäften nach
und beutet eure Arbeiter aus. Ihr fastet zwar, aber ihr seid zugleich streitsüchtig und schlagt sofort mit der Faust darauf. Darum kann euer Gebet nicht zu mir gelangen. Ist das vielleicht ein Fasttag, wie ich ihn liebe, wenn ihr auf Essen und Trinken verzichtet, euren Kopf hängen lasst und euch in Sack und Asche setzt? Nennt ihr das ein Fasten, das mir gefällt? Das ist die Realität in Israel Mitte des 5. Jahrhunderts vor Christus. Mi, 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 mi. Das Volk ist pikiert, weil Gott seine Fastenaktion nicht gebührend honoriert, beziehungsweise sie gänzlich ignoriert. Es interessiert ihn nicht, ob seine Menschen auf Essen und Trinken verzichten, in Sack und Asche gehen und die Köpfe hängen lassen. Ich glaube, Gott ist schwer genervt von dem Theater der Menschen, die so tun, als seien sie besonders gläubig. Der Grund seiner Genervtheit und Ignoranz über das menschliche Fasten: es ist nicht ehrlich. Der Grundgedanke des Fastens ist nämlich die innere Umkehr, das neue Denken, das sich abwenden von schlechtem Verhalten nach außen zum Ausdruck bringen. Fasten an sich bringt mich Gott nicht näher. Das wusste man auch schon im alten Israel. Nur weil ich auf Videospiele, Schokolade und Co. verzichte, hat mich Gott kein Stück lieber. Es geht darum zu zeigen, ich habe mich innerlich geändert. Ich lasse mich in meinen Entscheidungen von Gott leiten und von der Liebe zum Nächsten. Und dann erst folgen die Taten, die man auch nach außen hin sehen kann. Das Problem vor 2500 Jahren war, es gab gar keine innerliche Veränderung. Und Gott lässt sich nicht hinters Licht führen und erhält den Israeliten genau das vor. Ihr beutet eure Arbeiter aus. Ihr seid streitsüchtig und schlagt sofort mit der Faust zu. Und dann nützt euch euer Fasten gar nichts. Ich sage euch, wann ich mir euer Fasten gerne anschaue. So steht weiter beim Propheten geschrieben: Nein, ein Fasten, wie ich es haben will, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Gefangenen, nehmt das drückende Joch von ihrem Hals, gebt den Misshandelten die Freiheit und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Ladet die Hungernden an euren Tisch, nehmt die Obdachlosen in euer Haus auf, gebt denen, die in Lumpen herumlaufen, etwas zum Anziehen und helft allen in eurem Volk, die Hilfe brauchen. Dann strahlt euer Glück auf wie die Sonne am Morgen und eure Wunden heilen schnell. Eure guten Taten gehen euch voran und meine Herrlichkeit folgt euch als starker Schutz. Dann werdet ihr zu mir rufen und ich werde euch antworten, wenn ihr um Hilfe schreit, und ich werde sagen: Hier bin ich. Das Zauberwort heißt Solidarität. Gott sagt: Zerreißt eure Herzen für den Nächsten, nicht eure Kleider. Brecht mit den ungerechten Wirtschaftssystemen, das Menschen ausbeutet und benachteiligt. Teilt gerecht untereinander auf, was ihr habt, und stärkt die Schwachen. Dann bin ich für euch da, wann immer ihr mich anruft. Das sind doch wirklich gute Neuigkeiten in dieser Corona-Fastenzeit. Wir müssen gar nicht auf noch mehr verzichten, uns einschränken und kasteien. Im Gegenteil, wir dürfen aktiv werden, etwas tun. Wir können solidarisch sein. Und da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wir können zum Beispiel solidarisch sein, wenn es ums Impfen geht. Ich denke da an den Hallenser Bürgermeister und 10 seiner Stadträte, die sich mal schnell auf der Impfliste haben nach vorne setzen lassen, obwohl sie noch lange nicht an der Reihe gewesen wären. Nicht vordrängeln, nur weil man Chef ist,
sondern warten, bis man an der Reihe ist. Erst die, für die es überlebensnotwendig ist. Oder ganz allgemein. Es wäre doch schön, wenn nicht die reichen Industrieländer allen Impfstoff schnell für sich kaufen und verspritzen, damit die Wirtschaft am Laufen bleibt, sondern wenn man den Impfstoff gerecht verteilt, auch an die armen Länder, die gerade leer ausgehen. Oder gerne auch Solidarität unter Frauen. Wir können solidarisch sein mit den Frauen und Müttern, die mit ihren Kräften am Ende sind, weil sie Job, Familie, Homeschooling, Home-Kindergartening und Selfcare einfach nicht mehr unter einen Hut bekommen. Statt in den sozialen Netzwerken draufzuhauen und kundzutun, dass man das ja schließlich selber auch alles schafft und sich die anderen einfach nicht so anstellen sollen, vielleicht sagen, kann ich dir helfen? Kann ich was tun? Hinsehen, zuhören, Verständnis haben, eben solidarisch sein. Oder bei den Temperaturen die leeren Hotels für Obdachlose öffnen. Ein warmes, weiches Bett, ein paar Nächte Geborgenheit, wenigstens in dieser Zeit. Gut, so ganz ohne Verzicht geht es wohl auch bei der Solidarität nicht. Wenn wir solidarisch sind, verzichten wir auf unsere Bequemlichkeit, unsere Selbstbezogenheit. Wir gewinnen aber auch etwas dazu. Liebe, Achtung vor dem Nächsten, uns selbst und Gott. Die Gemeinschaft, in der wir leben, gewinnt an Stärke. Ich weiß, Christin sein ist anstrengend, weil es bedeutet, für den Nächsten mitverantwortlich zu sein. Atheist kann jeder. Aber wir haben uns dafür entschieden, dem zu folgen, der sein Leben ganz in den Dienst des Nächsten und in den Dienst Gottes gestellt hat. Und jetzt müssen wir eben auch mit den Konsequenzen leben. Wie wäre es denn, wenn wir uns in dieser Fastenzeit einfach mal hinsetzen und jede und jeder sich eine Sache aussucht, mit der er sich aktiv solidarisch zeigt? Solidarität in Wort und Tat. Eine Sache, der unsere Gebete und unsere Taten gelten. Dann brauchen wir auf nichts weiter zu verzichten. Und Gottes Antwort könnte lauten: Hier bin ich. Amen. Das Brot.
Lasst uns beten. Gott, Ursprung aller Güte, du schenkst die Freiheit, dir alles zu sagen. Du schenkst die Zuversicht, dass du uns hörst und uns hilfst. Wir bitten dich heute für die Menschen in Krankenhäusern, Heimen oder zu Hause, die körperliche oder seelische Not leiden. Für alle, die in Einsamkeit alleingelassen sind. Für alle, die den Tod vor Augen haben. Wir bitten dich für die Menschen, die ohne Arbeit oder ohne Wohnung sind. Für die Flüchtlinge auf den Straßen dieser Welt. Für alle, die unter Unrecht und Gewalt leiden. Sei du ihnen nah, schenke ihnen Zuversicht und Hoffnung. Sende Menschen zu ihnen, die ihnen deine Liebe bringen und ihnen zum Leben helfen. Wir bitten dich heute auch für alle Menschen, die in pflegenden und betreuenden Diensten tätig sind. Für alle im Rettungsdienst, für die Männer und Frauen, die für die medizinische Versorgung verantwortlich sind. Wir bitten dich für die Menschen in den Sozialämtern, für die Fachkräfte in den Betreuungsstellen, für alle, die in Kirche, Staat und Gesellschaft besondere Verantwortung tragen, für soziale Hilfe und soziale Gerechtigkeit. Und wir bitten dich für alle, die in der Stille wichtige Dienste tun, bei der Nachbarschaftshilfe oder als Freundschaftsdienst. Segne du, Gott, allen guten Willen. Schenke das nötige Feingefühl, wenn wir miteinander umgehen. Lass unser Tun in der Liebe und Freiheit geschehen, die du uns schenkst. Gemeinsam beten wir: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen.